Kaum eine Stadt hat die Romantik so für sich gepachtet wie Venedig. Als Ziel unzähliger Brautpaare, als Schauplatz des venezianischen Karnevals, als Bilderbuchmotiv mit Palästen, Gondeln und Kanälen. Dabei profitiert die Stadt nicht nur von den Touristen, sie leidet auch immer mehr unter ihnen. Kreuzfahrtschiffe verschmutzen die Luft und wühlen das Wasser auf. Das Kanalsystem ist in einem maroden Zustand. Und immer mehr Einheimische ziehen weg. Björn Heckmann und Michael Kadereit über Venedig ohne Venezianer. Wenn die Gondeln Trauer tragen, dann hat das diesmal nichts mit einem Todesfall zu tun, sondern damit, dass das alte Venedig zumindest auf dem Sterbebett liegt. So sieht das jedenfalls eine Bürgerinitiative, die mit ihrer morbiden Wasserprozession all jene Venezianer wachrütteln will, die ihrer Stadt den Rücken kehren. Venedig verliert immer mehr Einwohner. Eine ganze Generation hat die Stadt verlassen, während die Tourismusmaschine läuft. Wir wollen, dass das soziale Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Im historischen Kern der Lagunenstadt lebten noch vor 50 Jahren 175.000 Einwohner, dreimal so viele wie heute. Dieser Zähler in einem Schaufenster zeigt genau an, wie viele jetzt noch hier ausharren. Denn die meisten, die die Straßen bevölkern, sind Touristen auf der Suche nach dem typischen, dem authentischen Venedig. Doch genau das sehen manche in Gefahr. Wenn Wohnungen frei werden, sagt diese Venezianerin, dann werden sie von reichen Ausländern gekauft oder an Touristen vermietet. Das bringt mehr Geld, als sie an Einheimischen zu vergeben. Die Stadt appelliert nun an Vermieter, wieder Venezianer zu bevorzugen. Aber auch die, die geblieben sind, können es sich oft kaum noch leisten. Lebensmittel und Dienstleistungen kosten bis zu 30% mehr als anderswo. Und die Mieten sind horrend. Beate und Matteo Secchi zum Beispiel leben mit ihrer Tochter und den Großeltern auf nur 40 Quadratmetern. Mit den 700 Euro, die wir für unsere 40 Quadratmeter zahlen, könnten wir auf dem Festland eine doppelt so große Wohnung mieten. Aber weil wir es aus ganzem Herzen lieben, wollen wir Venedig nicht verlassen. Viele andere aber kommen nur noch zum Arbeiten her. Sie sind weggezogen, weil oft eben nur noch Investoren oder Touristen das Leben hier bezahlen können. Dieser Steinmetz jedenfalls wird immer seltener mit Restaurierungen beauftragt. Er arbeitet inzwischen hauptsächlich an Grabsteinen. Und da wird es plötzlich wieder ganz real. Das Schreckensbild einer weltberühmten Stadt, die mehr tot als lebendig ist. Eben fast so wie beim theatralischen Trauerzug auf dem Canale Grande. Mercedes kauft den Formel-1-Weltmeister.